Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Ich beglücke euch mal wieder mit einer neuen Folge. Wir haben im letzten Part leider gegen Hannover unsere ersten Punkte liegen lassen. Ein 1-1 ist es nur geworden. Jetzt spielen wir gegen Wolfsburg. Gegen die hatten wir ja eigentlich... Warum seht ihr so viele Controller ausgewählt? Egal. Gegen die hatten wir ja eigentlich eine recht gute Statistik in der letzten Saison. Im Pokal haben wir ja da gewonnen. In der Liga auch ein Sieg, ein Unentschieden. Also bislang noch ungeschlagen wie bei FIFA gegen Wolfsburg. Ich hoffe, dass das hier so bleibt. Und jetzt wollen wir mal gucken. Auf geht's. Hier Martial wieder. Ey, also wer das Spiel gegen Hoffenheim noch nicht gesehen hat, ne? Nur mal dazu. Guckt euch das nochmal an. Das war echt hammergeil. Ich will jetzt nichts verraten für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Aber es war auf jeden Fall mega. Ein Megaspiel war das. Jetzt gucken wir mal, ob wir das gegen Wolfsburg vielleicht wiederholen können. Oder ob wir... Hauptsache gewinnen. Egal wie. Das ist die Devise. Gewinnen, egal wie. Aber Wolfsburg hat natürlich auch keine schlechte Mannschaft. Mein Gott, verschluckt. So. Perisic. Schweinsteiger. Perisic ist ein guter. Achtung, Dost. Trash. Nee, nicht der Trash. Oh, der Trash macht's. Eieiei. 16 Minuten schon. Das ist zu früh. Das ist zu früh, aber war gut gespielt. Aber wo? Wo da Alaba war, darfst du mir auch mal erklären, ey. Es liegt daran, weil meine Spieler einen grünen Pfeil über ihren Kopf haben. Das geht nicht mit grün. Weißt du, mit einem grünen Pfeil gegen Wolfsburg. Die haben sich doch was dabei gedacht. Na, jetzt sind wir, ne, dran. Jetzt müssen wir was tun. Aufholjagd. Tja, Wolfsburg ist immer unangenehm zu spielen. Genauso VfB Stuttgart. Ich spiele auch, auch wenn es gut geklappt hat, ich spiele auch nie gern gegen VfB Stuttgart. Ganz ehrlich, weil das so eine unangenehme Mannschaft ist zu spielen. Da bin ich froh, wenn ich die hinter mir habe. So, jetzt Ribéry. Fagner, spielt der da immer noch? Perisic, Dost, Junior, Malanda. Ach stimmt, das war ja Neuzugang im Winter. Achtung. Götze, komm. Müsste Fagner aber weg sein. Egal. So, weiter geht's. Ribéry. Fagner gegen Götze. Ja, läuft ja alles bislang, ne? Für die Wolfsburger. Haben ein Tor gemacht. Müssen jetzt nicht fast nichts mehr nach vorne machen, außer sie wollen noch aufs zweite gehen. Ah, das geht nicht so. Götze. Mandzukic. Das ist Martial. Gut durchgesetzt. Martial. Ach, Mensch, das war doch eine Rückgabe. Und grün ist im Tor. Nicht blau oder rot. Nein, grün ist im Tor. Auch nicht Benaglio, sondern grün. Irgendwie passt das heute alles. Ey, wir haben grün Pfeil über den Kopf. Der Torhüter von denen heißt grün. Naja. So, Martial gegen Schäfer. Gut gemacht. Zieh nach innen. Oh, oh, oh. Schieß. Na, ja, der war nicht gut. Oder? Der hat den! Abgeblockt! Huch! Jetzt haben wir aber eine kleine Drangphase. Eine Drangperiode. Periode. So, la. Schweinsteiger. Robben. Mandzukic. Ja, komm! Aha! Schade, eine schöne Kombi war das. Hat aber leider nicht zum Torerfolg gereicht. So, komm her. Wer holt sich den Einwurf? Lahm holt ihn sich nicht. Der ist weg. Perisic und Caligiuri, den hat er noch. Götze grätscht ab. Solange ist doch das eigentlich große Grütze. Ich meine, klar, wir spielen schon mal nicht schlecht, aber... Ach, abseits. Sonst wäre Martial durch gewesen. Aber so also eine richtig zwingende Chance, ein kleines Schüsschen... Von Martial eine Rückgabe aufs Tor von Grün. Achtung, jetzt wieder hier Bas Dost. Perisic legt den sich hoch. Oh, oh. Geht's da wieder? Oh, oh. Wer hat sich da den Arm gebrochen? Nein. So, Mandzukic. Jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Ribéry. Ribéry, ganz außen ist Robben. Kriegt er, kriegt er. Ah, warum passe ich nicht nach innen? Da wollte ich passen. Da hat er schon geschossen. So schnell musste ich leider mich umentscheiden. Ich war kurz drauf, kurz davor in die Mitte zu spielen, aber dann wollte ich es doch mal egoistisch machen. Und mal alleine versuchen. So, Schäfer. Ja, der Ball ist nach. Jetzt tritt Thiago Silva am Ball vorbei. Das gibt's doch nicht. Das passt irgendwie zum Spiel bislang. Achtung, Bas Dost. Hasebe. Alaba. Stark. Warum nicht so beim vor dem ersten Tor, ey? So, Ribéry. Mandzukic. Jetzt haben wir mal... Schnell
spielt. Robben hat den noch. Robben hat den. Keine Sorge, Robben hat den noch. Martial. Robben kriegt den wieder. Puh, zieht noch in. Da soll der doch nicht hin. Ich flanke in die Mitte. Warum flankt er zum 16er zurück? Ich raff das. Nicht. So, abgefangen. Boateng. Sagte, ich hasse das gegen Wolfsburg zu spielen. Das ist echt eine unangenehme Mannschaft, ist zu spielen. Robben, auf geht's jetzt. Komm, nochmal vor der Pause vielleicht. Eine gute Aktion. Robben, Martial. Da unten kommt Ribéry. Toll, was soll ich denn jetzt machen mit Ribéry gegen zwei Leute? Meinst du, der ist so? Der Trickser. Oh, schade. Schade, hätte das geklappt, ey. So, weiter jetzt hier, komm. Hopp, hopp, hopp. Boateng. Ungewöhnlich, dass er jetzt die Flanke schlägt. Warum steht da denn keiner? Da muss immer einer stehen. Immer. Fürs Abfangen der Flanke oder so. Trash. So, ja, guck, und was... Guck mal, du siehst jetzt gar nichts mehr von Wolfsburg. Ne, eine Chance. Und jetzt stellen sie sich ein bisschen hinten rein. Warten auf Konter oder auf Fehler von uns. Und versuchen dann vermutlich das 2-0 zu machen. Aber wir haben ja noch eine Halbzeit Zeit. Und wenn alle Dämme reißen, brechen, dann haben wir ja noch die Last Minute Bayern. So, Mandzukic. Kommt da nicht so ganz durch. Ah, Robben. Martial. Ah, kommt auch nicht ran. Ja, Einwurf nochmal, komm. Mensch, Martial, bewegt deinen fetten Arsch jetzt. Los. Martial. Einfach mal rein. Aber Grün hat den. Grün hat ihn. Und Grün führt. Ah, 1-0. Unglückliches Tor haben wir da kassiert, ey. Unglückliches Tor. War aber hinten offen. Da hat entweder Boateng gepennt. Oder Alaba hat den aus den Augen verloren. Keine Ahnung. Irgendwelche Überraschungen. Oh, Hamburg führt? Mensch, was ist mit denen los? So, können wir irgendwie was wechseln? Oh, guck mal, Ribéry. Würde ich gerne mal für Adatur anbringen. Müller. Da können wir mal Götze raus. Und eine behalten wir uns nochmal. Da kommt der Mann mit dem Stirnband. Der Adaturan mit dem Turban. So trash der Torschütze. Ah, Turan kommt fast ran. Holt er sich nicht wieder. Alaba. Turan jetzt gegen Hasbe. Ecke. Ecke. Oh, oh, pass auf Naldo da auf, ey. Perisic. Oh, Achtung. Verwirrung im Strafraum. Matthias Schäfer. Caligiuri. Komm, 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 komm. Den krieg ich lahm noch. Und jetzt schick da den Martial, ey. Ich raste da hier aus. Martial. Mandzukic gegen Knoche. Ja, Mandzukic ist fast vorbei. Warum geht der da Müller nicht hin? Warum geht da Müllerchen nicht hin? Kleines, dickes Müllerchen. Caligiuri. Trash. Schön von Müller. Das müssen wir mal gucken. Mandzukic. Müller. Komm. Ach. Fick doch die Ziege, ey. Das gibt's doch nicht. Perisic. Springt über den Ball. Juan Malanda. Das ist Caligiuri. Freie Bahn. Jawohl. Aber lahm, ey. Im Stile eines Weltklasse-Verteidigers. Abwehrspieler. So macht die ja. Jetzt schickt mal da den Robben. Und der muss schneller sein als der Schäfer. Ansonsten ist das gesamte Spiel unlogisch. Robben. Robben. Hat er noch, hat er noch, hat er noch. Hat er. Schön. Auf Müller. Der ist weg. Also das Spiel lebt bislang von der Spannung. Und dadurch, dass sich Wolfsburg halt hinten einnistet, ist es für uns schwer, momentan durchzukommen. Müller. Es war Mandzukic. Und da ist er. Jawohl. So muss das sein. Mandzukic trifft wieder gegen seinen Ex-Club, viertes Saisontor. Da reicht ein einfacher Doppelpass und 4 bis 5 Leute sind irritiert. Waren irritiert. Ich würde gerne dann nochmal diesen Jesse Rodriguez bringen. Den haben wir uns ja noch neu geholt, kurz vor Transferende von Real Kauf Madrid. Oh, jetzt muss er erstmal aufpassen. Schön gespielt. Perisic. Boateng hat den noch. So, und jetzt ein schnörkellos und einfach gespielten Konter hinten raus. Das wär's doch jetzt. Schweinsteiger. Tja, vorbei war das. Vorbei war's.
Perisic. Schäfer. Ja, der ist hartnäckig, der Schäfer. Der so, Müller. Müller bringt da ein bisschen Leben rein ins Offensivspiel. Ich warte nur auf diesen einen entscheidenden Fehler. Diesen einen entscheidenden Fehler. Dann kann es ganz schnell gehen. So wie hier jetzt. Robin. Kriegt er, kriegt er, kriegt er, kriegt er. Kriegt er. Wow. Und in der Mitte, da ist Mandzukic, der verpasst. Aber da kommt Alaba. Der kommt da ran. Der österreichische Flügelflitzer. Und da ist Thuram. Jawohl. Bam, bam, bam. Und Thuram macht mal ein Tor. Das freut mich für ihn. Freut mich wirklich. Ohne Wenn und Aber. Das freut mich aber, ne? Schöne Flanke, aber da kommt der eigentlich richtig frei, ne? Das darf ja nicht sein. Aber egal, wir führen. Puh, durchatmen. Und jetzt bringen wir nochmal Jesus Rodriguez für Robben. Kann Rodriguez auch außen spielen, ne? Rodriguez, ja, kann auch außen spielen. Dann bringen wir den für Robben. Der darf mal eine Pause machen. Die Halbglatze, ey. Aber egal, Jesus Rodriguez. Gucken wir mal, was der noch bringt. So, und jetzt muss Wolfsburg kommen. Jetzt können wir auf Konter spielen. Was das? Der alleine schafft er das da nicht. Wow. Und uns die verlorenen Punkte wiederholen, die wir gegen Hannover haben, liegen lassen. Leider. Dann wären wir jetzt schon nämlich Tabellenführer. Das ist echt mega ärgerlich. Wenn du weißt, die anderen haben unentschieden gespielt oder verlieren, aber du selber gewinnst auch nicht. Das ist dann echt ärgerlich. Aber ist ja egal. Thuram. Thuram. Na, kommt er leider nicht ganz ran. Caligiuri. Komm, 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 ran da. Jetzt kein Gegentor mehr in 90. Minute. Ja, überhaupt gar keinen Bock drauf. Obwohl es noch gar nicht die 90. ist. So, Boateng. Ganz abgeklärt. Spielt er echt sein Ding runter. So, mal gucken, wie schnell Rodriguez wirklich ist. Oh, 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 oh. Ja, gegen Schäfer. Gegen Schäfer ist das echt hartnäckig. Oh, riskant. Fuck. Die haben immer Glück, die haben immer genau Glück, dass ich einen Schritt oder so zu spät komme. Das zum Beispiel meine ich auch. Muss aufpassen. Dost. Thiago Silva. Lässt sich da schön abkochen. Oh, jetzt. Schöne Kombination. Dost. Das kann jetzt hier nicht sein. Jetzt schwimmen wir hinten, ey. Oh, schönes Ding. Und Neuer. Neuer hat ihn. Aber der ist einer ganz frei. Der Mandzukic. Der kann jetzt mal durchlaufen. Kommt der durch? Kommt der durch? Kriegt er die? Kriegt er die? Kriegt er die? Kriegt den! Ah, fuck. Nicht ganz. Da war Fackner noch dran. So, jetzt haben wir den aber. Müller. Zack. Mandzukic, das kann die Entscheidung sein. Ist er nicht? Die lassen wir liegen. Eieieiei. Wenn sich das mal nicht rächt. Wenn sich das mal nicht recht. Caligiuri. Warum lässt er denn so lang Vorteil laufen? Ich raff das immer nicht, ey. Wartet er, bis die anderen wieder an den Ball kommen? Schlimm. Echt. So, bei Wolfsburg kommt nochmal Ibrahima Sissoko für Daniel Caligiuri. Wir können leider nicht mehr wechseln. Ansonsten würde ich noch einmal. Achtung jetzt. Boateng. Jetzt echt keine Scheiße mehr machen. Zur Not einfach wegschießen. Ja, wegschießen, die spielen hinten rum, ey. Ein Widerspruch in sich. Oh, das habe ich gemeint. Fagner. Perisic. Ja, warum nicht? Warum nicht? So, Müller. Und das war's schon. Mein Gott, ich habe gar nicht mehr auf die Zeit geachtet. Gut. Gut, dass es so war. 2-1 in der zweiten Halbzeit. Drehen wir wieder auf. Boah. Knappes Spiel, aber im Endeffekt seht ihr ja von der Statistik her, schon verdient, muss man sagen. Der Spieler des Tages? Ada Turan. So, und jetzt, oh, da freue ich mich schon drauf. Im nächsten Part geht's zum ersten Champions-League-Spiel. Gegen Ajax Amsterdam. Gegen wen wurden wir denn alles reingelost? Gegen Benfica und gegen Standard Lüttich. Hatten wir das nicht schon irgendwann? Nee, ne? Wir haben noch gar nicht geguckt. Gucken wir gleich nochmal. Die Engländer? Wie? Die sollen sich erstmal einen besseren Torhüter holen. So, Tom Starke. Ich weiß, dass ich nicht an der Spitze der Hierarchie dieser Mannschaft stehe, aber ich wäre froh über die Chance auf einen Einsatz. Ja, jetzt nicht. Irgendwann später mal. Aber ich freue mich jetzt wirklich auf das Champions-League-Spiel. Und dann gegen Kaiserslautern. Also da können wir mal dann gegen Lautern mit der B11 vielleicht spielen. Und wir motivieren nochmal unsere Mannschaft. Was hat Ajax eigentlich für eine Mannschaft? Können wir das nochmal gucken? Ah, scheiße, jetzt habe ich die Pressekonferenz schon gemacht. Oh, ich trottel. Egal, sehen wir ja dann gleich. So, alle sind fit.
So können wir reingehen. Ich hoffe, ihr seid nächsten Part auch wieder fit. Dann starten wir rein ins erste Champions League-Spiel gegen Amsterdam zu Hause. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst Bewertungen, Abos, Kommentare, was auch immer. Ihr wisst schon. Bis dahin, euer HSPLP. Tschüssi. Bleibt weiterhin sportlich.